Wichtig ist auch, wenn man sich hier natürlich dekontaminiert, wenn man sich sozusagen die ganzen schädlichen Partikel so von der Einsatzteilung runterföhnt, soll man natürlich darauf achten, dass man natürlich mit Druckluft zu tun hat, eine UVV nicht vergessen, also nicht so vor der laufenden Druckluft da reingucken und sowas. Man können ja theoretisch Steine oder Sandkörner mit beschleunigt werden, ne? Was man hier noch so schön sieht, sind so nebenbei, und das ist das Schöne an solchen Veranstaltungen. Man kriegt immer so die aktuellen Sachen mit. Und da finden wir schön, dass das hier so ein bisschen mit ausgestellt wird. Das ist auch keine Werbung jetzt für die Firmen, das ist einfach nur so, dass man mit der Zahn der Zeit so ein bisschen geht. So, dann die Oberflächen von der Hand, nicht die Innenflächen, weil die sind eh dreckig. Und dann nehmt ihr nochmal die Arme ein bisschen. Könnt das Tuch nochmal wechseln. Mit derselben Seite. Wischt dann halt auch hier nochmal lang. So, und dann gucken wir uns mal das Tuch. Ich bin ja mehr so der, nicht so viel Einsätze hat wie ein Berufsfeuerwehrmann, ne, muss man das sagen. Nur damit die Leute wissen, Berufsfeuerwehr, Ausbilder, Heißausbilder und so weiter, alles. Ich muss mal sagen, alles. So, ich nicht. Ich mache alles, kann aber nichts richtig. Ja, ich glaube, du warst ja schon ganz gut. Also meine Jungs sind begeistert, die Crew, ja, hast du ja eben durchgescheucht, die haben das ja auch ganz wacker geschlagen, glaube ich. Ja. Ne? Ja, ich war gut. Ja, coole Leute da in Neustadt am Rübenberge. Ja, heftig. Muss man ja auch mal sagen, ne. Weißt du, also eines muss ich ja sagen, ne. Die übelsten Hightech Klamotten, Ausrüstung und so weiter. Und dann so eine Gammelkörbe. Ich meine, die sind ja schon mal klappbar, aber wir heute noch sowas mit diesem komischen Klett gefummelt. Ja. Das wird ja aggressiv. Du, irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. Und Willi hat's gefunden. Echt? Irgendwas ist immer, ne? Ja, ich kann auch nicht alles perfekt sein. Wie geht man in den Angriff vor? Das heißt, Brandcontainer, wie geht man am besten rein? Weil viele sagen, es gibt so eine Indianer-Kriechtechnik, dass du dich nach hinten fallen lassen kannst. Mannschutz, Mannschild. Ist das jetzt, also falsch ist es nicht, wenn man jetzt nach dieser super nach hinten Falltechnik ist, aber du sagst ein bisschen so. Nee, ist halt nicht falsch. Es ist halt, ich bin halt kein Freund von, weil ich finde, man ist extremst langsam damit. Und es ist halt auch sehr, sehr unbequem. Es ist halt auch keine angenehme, natürliche Haltung, die ein Feuerwehrmann machen würde. Und ihr wisst, dieses auf Knien einen so und dann nach hinten fallen lassen und ein Mannschild. Seitenkrieggang. Genau. Ja, aber nicht schnell genug meinst du nicht mit löschen, sondern nicht schnell genug rauskommen aus dem Gefahrenbereich, ne? Ja, auch. Also es wird auch ausgebildet, es gibt Leute, die sagen, das ist gut, und es gibt halt Leute, die sagen, sie würden das vielleicht nicht machen. Ich bin jemand, der sagt, ich würde es nicht machen, weil ich bin jemand, ich würde mich bei einer Durchzündung wahrscheinlich niemals auf den Rücken fallen lassen und dann mit dem Mannschutz warten, was passiert. Deine beiden Jungs, die mit mir da drin waren, können das sicherlich bestätigen, weil es nämlich sehr angenehm warm da drin. Der Instinkt ist anders. Man hat dann einen anderen Instinkt, man will dann nämlich raus und nicht sich auf den Rücken werfen. Aber es ist auch vielleicht ein Unterschied, ob es jetzt hier im Brandcontainer in der Ballerbude ist oder im richtigen Brand, wo es vielleicht ein bisschen kühler noch ist. Ne? Aber, also, wie gehst du, jetzt nicht wie machen, ich frage, wie gehst du in den Angriff im Schlauch vor? Es gibt halt viele Möglichkeiten. Ne? Also, ihr wisst ja, wenn es drin brennt, ist oben heiß, unten kühler. Das heißt, man geht ja schon mal eher runter. Wichtig ist immer, dass man erstmal unten bleibt. Ne? Unten bleibt. Wichtig ist, dass man auch dann noch das Strahlrohr bedienen kann und da eine vernünftige Methode hat, auch das Strahlrohr vorzunehmen. Also ich klemme. Wir erinnern uns, wir müssen nach oben löschen, ne? Das ist das Wichtige dabei. Also nach oben zielen. Wasser einmal nach oben. Ich klemme mir das unterm Fuß ein und ich kann es dir mal zeigen. Also ich sehe schon. Ist es eigentlich für dich egal, mit Griff oder ohne? Du kannst beides bedienen. Also ein Strahlrohr mit Griff ist für mich kaputt. Da gehört kein Griff ran. Okay. Ja, also kein Griff. Kein Griff, gut, verstanden. Ja? So. Ja, ich gehe mal zurück. Strahlrohr mit, also wie sieht vor. Man kann trotzdem ja immer noch das Strahlrohr bedienen, wenn nichts möglich ist. Ja? Ist halt eine gute, einfache Sache. Geil, also das ist ich wollte sagen, raffiniert. Du ziehst mit dem Bein sozusagen, weil du es hier eingeklemmt hast. Genau, ziehst du, nimmst die Kraft mit dem Bein mit? Dadurch, dass sich der Schlauch hier hochbiegt, wird es quasi dadurch gehalten und dadurch ziehst du halt mit. Cool. Jetzt ohne Zeitraffer nur mal für euch, wie man normal im Gebäude als ne? Und was er vorhin sagte, habt ihr gesehen, diese kreisende Lasso-Bewegung, wie er im realen Einsatz sozusagen die Atmosphäre runterkühlt. Genau. Klasse.
Hat es euch gefallen? Ja, war sehr geil. Sehr geil. Sehr geil? Ja, wir haben noch coolen Ausbilder, ne? Ja. Sagen. Der war eine der harte Socke. Ja, eine und der auch bestaussehend, will ich anmerken. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Mal gucken, wie wir nochmal. Jedenfalls, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen Interessantes für euch dabei. Ich fand es super interessant. Schönen Dank an die ganzen Organisatoren und auch die Ausbilder, die sich hier so ins Zeug legen, uns das alle Tricks zu verraten. Da hält keiner vor dem Berg und hauen alle raus, geben alle Infos mit. Finde ich super. Dafür auch vielen Dank für die Kameradschaft hier und würde sagen, bis zum nächsten Video, ne? Gehen. Können wir zu Hause ein bisschen weitergehen, was wir gelernt haben, ne? Ja, alles klar, super. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, tschüss. Ciao. Keine Ahnung, einfach mal. Ja.